bin im Garten. Hi, schön, dass ihr mit dabei seid bei unserer neuen Gartensendung. Heute bauen und bepflanzen wir ein Hochbeet mit mediterranen Kräutern. Und dafür stelle ich euch jetzt meine Gartenexpertin Gisi vor. Kommt mal mit. Hallo Gisi. So, schön, dass ich heute bei dir sein darf. Hallo Sandra, herzlich willkommen. Ich möchte gerne von dir wissen, welche Kräuter du denn heute für uns fürs Hochbeet mitgebracht hast. Ich habe mich heute für mediterrane Kräuter entschieden, aus dem Grund heraus, weil sie vollsonnig stehen können und vor allen Dingen wenig Wasser brauchen. Und wir hatten nicht so sehr viel Regen im letzten Jahr in Franken. Von daher die mediterranen Kräuter, die zudem auch einen ganz wunderbaren Duft haben und ganz toll in der Küche zu verwenden sind. Das können Sie jetzt gerade nicht riechen, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen. Aber ja, am liebsten würde ich jetzt gleich mit dir kochen, aber wir müssen erst mal arbeiten. Und ja. Du hast noch etwas anderes mitgebracht? Ja, das hier ist eine Duftgeranie. Da gibt es also auch duftende Sorten. Und das hier ist eine Zitronengeranie. Die kann man auch mit in ein Hochbeet setzen. Aus dem Grund, weil sie auch sehr wenig Wasser braucht. Die kommt aus Afrika. Man kann auch die Blätter klein schneiden und in den Salat mit reintun. Und die hat einen ganz, ganz und gar wunderbaren zitronigen Geruch, wenn man vielleicht auch daneben sitzt. Ja, ich riech's schon und ich hätte das jetzt nicht gewusst, aber das ist auf jeden Fall, deswegen sind wir ja heute bei dir. Genau. Ich möchte natürlich jetzt auch noch mal wissen, welche Gadgets, also welches Material wir denn jetzt brauchen, um unser Hochbeet zu bepflanzen. Ja, also wir brauchen auf jeden Fall mal Handschuhe, dann verschiedene Gartenwerkzeuge, eine Hake, eine Schaufel. Schere ist immer wichtig für die Gärtner, die sollte nie fehlen. Dann brauchen wir auf jeden Fall Substrat, Erde, in dem Fall ein Grundsubstrat, ein Holzhäcksel und dann unsere extra zusammengemischte Erde für die mediterranen Kräuter. Und dann ganz am Ende natürlich Wasser zum Angießen, das wichtigste Elixier. Auf die Erde und das Holzschnitzmaterial gehen wir nochmal später ein. Aber zuvor wollen wir erstmal unser Hochbeet holen. Und das baue ich wirklich selbst mit einem Schreiner. Also bleibt dran, gleich geht's zum Hochbeet bauen. Wir sind jetzt in den Lagerhallen der Schreinerei angekommen und der Flo wartet hier schon auf mich. Hi Flo. Hi Sandra, grüß dich. Wir bauen heute gemeinsam ein Hochbeet und ich möchte natürlich von dir wissen, aus was? Richtig. Wir verwenden heute für dein Hochbeet bzw. Pflanzkasten eine Gerüstbohle. Die Gerüstbohle ist bei uns 40 mm stark, variiert immer ein bisschen. Würden die jetzt grob ablängen, würden die aushobeln und dann können wir quasi deine einzelnen Bretter schon verschrauben und zu deinem Hochbeet bauen. Magst du mir noch mal kurz sagen, was Bohle bedeutet? Genau, der Begriff Bohle kommt aus dem Schreinerhandwerk und nennt man einfach Bretter ab 40 mm. Okay. Und wie genau sieht denn das jetzt aus? Genau, ich hätte schon mal was vorbereitet und da würde ich jetzt mit dir hinkommen. Mhm, super. So Sandra, wir haben hier schon mal was vorbereitet für uns und können jetzt das Ganze verschrauben. Und auf was gilt es denn jetzt hier noch zu achten, gerade beim Bau eines Hochbeets? Genau, bei den Verschrauben eines Pflanzkastens ist darauf zu achten, einzelne Fugen zwischen den Brettern zu lassen. Hier haben wir ungefähr 10 mm. Das ist einfach dafür da, dass die Feuchtigkeit abziehen kann bzw. abtrocknen kann. Zum anderen ist es wichtig, dass wir im Außenbereich Edelstahlschrauben verwenden, weil wir machen uns jetzt die hübsche Arbeit und wenn die Schrauben wegrosten nach einer Zeit, wäre es einfach schade um die Arbeit. Absolut. Ich will das 10, 15 Jahre hier auf jeden Fall für unsere Zuschauer bestehen lassen und ich möchte jetzt direkt mit dir starten. Sehr gut. Dann und los geht's. Los geht's.
Wir haben jetzt alle Hölzer zugeschnitten. Und Flo, welches ist jetzt der letzte Schritt, um unser Hochbeet fertigzustellen? Genau, wir bringen jetzt die letzten zwei Bretter an und dann wäre unser Hochbeet auch schon fertig. Super. Noch ein kleiner Tipp für euch, wenn ihr vielleicht in eurem eigenen Garten oder im Nachbarsgarten ältere Hölzer findet, könnt ihr diese gern verwenden für euer neues Hochbeet. Und noch ein kleiner Schreiner-Tipp von mir, wenn ihr die Leisten vorbohrt, tut ihr euch einfacher beim Zusammenschrauben. Wir haben jetzt circa 3,5 Stunden gebraucht, bis Flo und ich hier das Hochbeet fertig hatten. Ich möchte jetzt noch von dir wissen, was ist denn im Winter eigentlich mit einem Hochbeet? Kann das da draußen stehen bleiben und hält es dann auch lang? Genau, also die Witterungsverhältnisse machen dem Hochbeet überhaupt nichts aus. Und so hat der Hobbygärtner einfach lang Spaß mit dem Hochbeet. Und die Hobbygärtnerin natürlich. Und die Hobbygärtnerin. Ich danke dir. Wir tragen das jetzt noch nach draußen ins Auto und dann geht's weiter bei Gysi im Garten. Wir sind jetzt schon hier im Garten bei der Gysi. Am Hochbeet. Warum haben wir uns denn für ein Hochbeet entschieden? Sandra, ein Hochbeet nennt sich auch Gärtnern auf kleinsten Raum. Das ist also eine ganz schöne Möglichkeit, auch für Leute, die vielleicht nur eine Terrasse haben, auf einem ganz kleinen Raum ganz viel Ertrag mit Gemüsepflanzen, mit Kräutern zu bekommen, aufgrund dessen, dass sich in einem Hochbeet die Erde sehr schnell erwärmt und das Wachstum einfach wunderbar funktioniert. Und gibt es jetzt auch vielleicht einen Kontrapunkt, wo du sagst, für vielleicht manche ist das Hochbeet doch nicht das Richtige? Fällt mir eigentlich nur einer ein. Man muss sich bewusst sein, dass in so einem Hochbeet viele, viele hundert Liter Erde und Füllmaterial reingehen. Das ist dann schon Arbeit, das auch zu befüllen. Und nach circa 5 bis 7 Jahren ist das auch ermüdet und muss mal komplett ausgetauscht sein. Das ist aber wirklich das Einzige. Ich wollte gerade sagen, bis in 7 Jahren haben wir noch lange Zeit. Ja. Wir starten jetzt direkt. Ich möchte wissen, was passt jetzt hier in unsere 50 cm? Wir sehen das gleich nochmal für die Zuschauer. Was passt hier alles rein? Beziehungsweise was brauchen wir jetzt alles für Schichten, bis wir unsere Kräuter einsetzen können? Also wir haben uns hier für ein Hochbeet entschieden, das ja einen Zwischenboden hat. Aus diesem Fall würde ich nur 2 Schichten wählen. Einmal ein Holzhäckselmaterial als Drainageschicht und auch für die bessere Durchlüftung, wo auch das Wasser gut nach unten durch kann. Und dann im oberen Bereich gleich für unsere Pflanzerde, die für die mediterranen Pflanzen auf jeden Fall eine lockere, wasserdurchlässige Erde ist, die man gerne mit Sand, mit Lavagestein vermengen kann und auflockern kann. Und das war's dann auch schon. Dann geht's ans Pflanzen. Dann legen wir los. Ja. Wir haben die Erde jetzt drin, aber es ist noch nicht ganz voll. Warum? Ja, da habe ich mich ganz bewusst entschieden. Wir pflanzen jetzt in dieser Höhe, denn die Temperaturen sind aktuell in der Nacht noch sehr kalt. Und hier haben wir die Möglichkeit, da noch mal schön mit einem Vlies oben drüber zu gehen. Sieht auch, nach einigen Wochen wird man von der Folie gar nichts mehr sehen. Die Kräuter werden sehr schnell wachsen und dann hat es optisch ein wunderschönes Bild. Aber jetzt ist es fachlich einfach so besser. Genau wie wir es uns wünschen mit den Kräutern. Ich habe jetzt hier schon ein paar hergestellt. Ja. Dann können wir doch direkt ans Bepflanzen gehen, oder? Das können wir machen, auf jeden Fall. Und wie gehen wir da jetzt vor? Wir stellen uns die Kräuter jetzt erstmal so drauf, wie wir sie im Beet verteilt haben wollen. Also jetzt zum Beispiel diesen schönen panaschierten Salbei. Nehmen ihn locker aus dem Topf, der rutscht jetzt auch wirklich sehr schön raus. Für den würde ich mich in der vorderen Ecke entscheiden, dann in der schönen, neuen, lockeren Erde ein Loch, den Salbei einfügen und dann wirklich schön andrücken, damit ein Bodenschluss entsteht und die Wurzeln sich schön weiterentwickeln können. Okay. Thank you.
Ich würde euch gerne noch einen Tipp mit auf den Weg geben für euer Hochbeet, und das ist die Qualität der Erde. Bitte verwendet eine ganz hochwertige Erde. Geht in den Fachhandel, in eure Gärtnerei und kauft dort die hochwertigen Erden, die ihr ganz einfach erkennt, nämlich am Preis. Eine gute Erde hat ihren Preis. Es ist ganz wichtig, denn Gärtnern auf kleinem Raum, mit dieser Erde muss die Pflanze auskommen, und ein hoher Ertrag ist einfach nur auch durch eine tolle Erde zu erzielen. Das wäre mein Tipp. So, wir haben jetzt alles eingepflanzt. Gysi, was machen wir jetzt noch als letzten Schritt? Was ganz, ganz Wichtiges, es muss auch definitiv gegossen werden. Und zwar muss es bei einer Neuanpflanzung richtig üppig angegossen werden. Bitte nie vergessen. Machen wir gleich noch. Und du hast mir hier schon schöne Schilder in die Hand gedrückt. Damit können wir jetzt unsere Kräuter noch versehen. Ja. Das machen wir jetzt auch gleich. Mhm. Und wann können wir denn ernten? Also wann können wir zum ersten Mal von den Kräutern dann probieren? Also im Prinzip kann man jetzt eigentlich schon das Ernten anfangen. Wir haben auch wirklich sehr üppig bepflanzt, sodass man von Anfang an was wegnehmen kann. Und ja, du kannst quasi sofort starten. So, wir setzen hier noch die Schildchen rein bei den Kräutern. Und ja, was kochen wir dann Schönes? Ich wäre eindeutig für Schafskäsepäckchen mit diesem wunderbaren Zitronenthymian und ein bisschen Rosmarin. Da bin ich dabei. Das war's mit unserer Gartensendung für heute. Geht raus in den Garten und baut euch euer eigenes Hochbeet. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Das war's mit Alles rund ums Grün.